Ich möchte auch allen blanken Seherinnen und blanken Seher danken, dass sie so gastfreundlich hier ihre Höfe und ihre Straßen geöffnet haben. Denn was ist ein Kreiserntefest ohne die vielen, vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die es letztendlich in vielen Tagen, Wochen vorher erst möglich gemacht haben, dass man sich hier wohlfühlt. Nachdem wir ja vor 4 Jahren festgelegt haben oder entschieden haben, dass das Fest 2014 im Blankensee stattfinden sollte, kam es doch dazu, dass man so über die Jahre hinweg gedacht hat, naja, vielleicht wird es ja doch nicht bei uns sein. Wer sollte die ganzen vielen Aufgaben erfüllen, die damit zusammenhängen? Und als dann Ende 2013 das klar war, doch, dass wir es durchführen werden, so wie 2010 entschieden, haben wir uns zusammengetan, erstmal auch mit dem Landkreis, mit dem Bauernverband, mit der Stadtverwaltung. Und gerade durch die Zuarbeit, durch die Mithilfe, durch die Aufgabenübernahme der Stadtverwaltung konnte das überhaupt bewerkstelligt werden. Dezitonnen Roggen, 77 Dezitonnen beim Weizen und 76 bei der Wintergerste. Dazu kommt auch noch der Raps mit 39. Das sind wirklich sehr, sehr gute Werte, die natürlich auch eine finanzielle Grundlage für unser Unternehmen, für die Höfe und für die Betriebe darstellen. Die Landwirtschaft ist ein Zukunftsfaktor und an dieser Stelle einfach mal ein bisschen Werbung. Wir brauchen für den ländlichen Raum in Teltow-Fleming, für die Entwicklung der Agrarwirtschaft hier in unserer Region, den Nachwuchs, den Fachkräftenachwuchs. Nutzen Sie die Möglichkeit in Ihren jeweiligen Orten, schauen Sie auf die Höfe, schauen Sie auf die Betriebe, sehen Sie, wie sich die Landwirtschaft im Teltow-Fleming entwickelt hat. Das ist schon ein Erfolgsmodell und da sind wir auch als Bauern des Landkreises sehr stolz drauf in dem Sinne. Das Haus ist im Jahre 1649 erbaut worden, also ein Jahr nach dem 30-jährigen Krieg. Insofern hat eine Besonderheit, dass es überhaupt noch existiert, denn wir reden nicht von einer Kirche, von einem Schloss, einem Turm mit Mauern meterdick, sondern wir reden von einem Gebäude in Fachwerkausführung. Das Bauernmuseum in dieser Form ist bereits 1958 eröffnet worden. Pfarrer Peters hat sich mit vielen anderen dafür eingesetzt, dieses Haus zu erhalten und hat es als Museum genutzt. Von 1975 bis 1981 fand die Sanierung des Hauses statt. Das Bauernmuseum ist in kommunaler Hand. Es wird von der Stadt Trebin betrieben. Wir sind dankbar, dass Trebin sich dieser freiwilligen Aufgabe annimmt und auch entsprechend ein Herz für die Kultur hat. Der Rauchabzug, der Kamin und denke mal, das ist ein imposantes Bild. Wichtig ist, dieser Dreck ist original, der ist über 300 Jahre alt. Und denke ich mal, immer wieder ein Anblick, der die Leute fasziniert. Hier hat also die Hausfrau gearbeitet, hier hat sie die Familie versorgt. Interessant sind so diese kleinen Feinheiten der Zeit. So ein offenes Feuer hat logischerweise keine Möglichkeit der Wärmeregulierung. Und damit einem die Suppe nicht anbrennt, musste man sich was einfallen lassen. Das ist eine Idee, die schlicht und ergreifend genial ist, einfach und genial. Eine Konstruktion geformt wie eine Säge mit Zähnen, wie sie eine Säge hat. Mittels dieser Zähne kann man hoch und runter stellen, den Topf weiter weg vom Feuer nehmen, weiter ran ans Feuer und siehe da, so kriegen wir unsere Wärme reguliert. Ich sage immer, die Alten waren alles, aber auf keinen Fall doof. Mit der Begründung des Museums bereits wurde darauf Wert gelegt,
kein Sammelsurium quasi anzuschaffen, sondern thematisch zu arbeiten. Unsere Intention ist jetzt nicht, den Historiker anzusprechen, unsere Intention ist, den Leuten einfach zu zeigen, wie es war. Denn die Wurzeln der Zukunft liegen in der Vergangenheit. Im Bereich hier unseres Speichers haben wir eine Ausstellung historischer Landtechnik. Das Besondere ist, dass hier viele Schnäppchen dabei sind, die die Zeit leider an anderen Orten nicht überlebt haben. Ja, es wird halt in dem Sinne nicht mehr privat so gewirtschaftet. In der Großproduktion sind diese Maschinen sowieso nicht zu gebrauchen. Aber wir hatten Glück, wir fanden immer wieder Spender, die ihre Schätzchen dann doch nicht dem Schrott übereignet haben, sondern der Nachwelt. Dank Unterstützung auch seitens der Arbeitsagentur hatten wir Möglichkeiten, die Sachen aufzuarbeiten und zu restaurieren. Und freuen uns natürlich, sie in diesem überarbeiteten Zustand der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Sonderausstellungen oder andersrum, Besuche dieser Sonderausstellungen sind möglich. Nach Anmeldung sind entsprechende Sonderführungen zu vereinbaren. Kein Problem, gern. Wir haben jetzt so circa 570 Einwohner und Struktur, also die jüngeren Menschen, die in Ausbildung gehen, ziehen oft schon dann auch in die Stadt, also nach Potsdam oder nach Berlin, sodass also Kinder hier auch gut zu zählen sind und halt ältere Menschen. Aber, und auch die, die dann, sag ich mal, ihre Ausbildung beendet haben, finden hier auch so dann ihren Lebensmittelpunkt. Es wird also immer wieder auch gebaut. Jetzt sind wieder zwei neue Häuser entstanden, wo junge Familien einziehen. Und da freuen wir uns auch sehr drüber, dass immer wieder neues Leben auch einzieht. Und die Leute kommen hierher, weil hier große Flächen Erholung zu finden sind. Der Blankensee mit dem Bohlensteg ist ein absoluter Anziehungspunkt. Aber auch das Schloss mit dem Schlosspark oder das Museum, das Bauernmuseum ist ja auch einzigartig, was hier so in der Region zu sehen ist, wie das ländliche Leben von früher war. Also diese Dinge, würde ich sagen, machen so Blankensee besonders aus.
Zock und kurz die Pause. Wir haben im Rahmen der Traditionspflege, wird bei uns einmal im Jahr diese sogenannte Roggenernte durchgeführt. Das ist in der Regel immer Ende August und Mitte Ende August. Und ja, erstens bleiben wir in Übung und wir haben die Möglichkeit, dem einen oder anderen Städter mal zu zeigen, wie es halt in alter Zeit war. Und zu demonstrieren, wie gesagt, Brot ist ein wertvoller Gegenstand, dessen Wert nicht alle so ohne weiteres einschätzen können. Wir versuchen eben die Wertschätzung des Getreides bis hin zum Brot eben damit auch ein bisschen zu erhöhen. Oh, danke schön. Danke, das ist natürlich wichtig. Die Ernte.